Vielen, vielen Dank. Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal. Und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt. Wir haben das auf den Straßen in den letzten Wochen gespürt. Die Menschen wollen einen politischen Wechsel. Und dieser Wechsel drückt sich nun auch in den Zahlen aus. Und deswegen danke ich erstmal allen Kandidatinnen und Kandidaten, den vielen ehrenamtlichen Engagierten, die von morgens bis abends unsere Kampagne auf die Straße gebracht haben. Ich danke auch den vielen Wahlhelfern, die heute dafür gesorgt haben, dass die Wahl ordnungsgemäß verlaufen ist und wir ein neues Abgeordnetenhaus wählen konnten, was demokratisch legitimiert ist. Und ich danke vor allen Dingen unseren Wählerinnen und Wählern. Herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Wir sind angetreten mit dem klaren Motto, wir wollen, dass Berlin funktioniert. Und ich sage euch, wir wollen auch dafür sorgen, dass diese Stadt wieder zusammengeführt wird. Dass wir Schluss machen mit dem Gegeneinander. Fahrrad gegen Auto, Innenstadt gegen Außenbezirke, alt gegen jung. Wir wollen dafür sorgen, dass diese Stadt zusammengeführt wird. Wir wollen die ganze Stadt in den Blick nehmen. Und unser Auftrag ist es jetzt, und den haben uns die Wählerinnen und Wähler gegeben, unser Auftrag ist es jetzt, eine stabile Regierung zu bilden. Eine Regierung, die vertrauensvoll zusammenarbeitet, wo man dem Partner auch Erfolge gönnt. Und wir wollen eine Regierung bilden, die wirklich anpackt, die Probleme löst, die Berlin hat. Und wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen, liebe Freunde. Und dafür werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.